Moin moin liebe Freunde, ich bin Sascha von dem E-Blogger und freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einem Modern Warfare 3 Gameplay. Ja, schönes Team Deathmatch of Resistance, Partie wird fortgesetzt. Hier gerade mal 10 Sekunden war dieses Match alt, als der Host dann rausging. Aber jetzt kann ich versprechen, ohne weitere Probleme wird dieses Team Deathmatch hier laufen. Ja, Resistance habe ich schon angesprochen, ich spiele mit der G36C, Raptor und Schalter, ich habe aber zwei Blendgranaten dabei. Und eine schöne Semtex, hier erstmal einen schönen Schuss in die Birne, eine Splittergranate. Dann ein Dröhnchen auf der 3, die Predator auf der 5 und die Cobra auf der 7, also wirklich richtig Standard alles. Und ich glaube Perks müssen Fingerfertigkeit, Attentäter und Todesstille sein. Und ihr habt schon im Titel gelesen, meine Freunde, Xbox One oder PS4, die Entscheidung. Was hole ich mir eigentlich und warum hole ich mir das Ganze? Und wann? Also, ich möchte es mal so beantworten. Die Xbox One ist im Preis ja 599 € kostet das Ganze. Die PS4 499 €. Ist schon mal Pluspunkt für die PlayStation 4. Hinzu kommt, dass wenn ich eine Konsole spiele, keinen Sprachsensor für irgendwas brauche. Also ich brauche kein Multimedia-Erlebnis, sondern einfach eine Konsole, die wirklich grafisch das Optimale bietet und mit richtig guten Engine aufwartet. Und das hatte ich auch schon im letzten Mal auf dem 3 Gameplay angekündigt, dass ich mit aus diesem Grund einfach die PlayStation 4 holen werde. Und jetzt kommt das Gute für euch. Ich werde schon Dezember schöner PlayStation 4 Besitzer sein. Und da könnt ihr euch dann auch richtig schöne neue Videos freuen, von Call of Duty Ghosts zu FIFA 14 hin, was weiß ich, was da noch alles für richtig geile Games kommen werden. Also Ghosts und FIFA 14 auf jeden Fall ein Muss, da wird euch richtig mal schön was erwarten. Dann auch mal in einer schönen Skype-Konferenz mit meinen ganzen Kollegen, spätestens nach Weihnachten, dann haben die auch das Geld zusammen, beziehungsweise die PlayStation 4 endlich parat, damit ich noch richtig schöne Konferenz zocken kann mit allen Leuten, suchen und zerstören oder suchen und retten, so wie es ja bei Call of Duty Ghosts heißt. Aber das soll auch eigentlich gar nicht das Thema sein, COD Ghosts, sondern die PS4. Und wie gesagt, im Preis-Leistungs-Verhältnis kann man sie natürlich noch nicht einschätzen, weil die PS4 nicht draußen ist, aber sie ist einfach billiger als die Xbox One, sie ist von der Grafik her deutlich besser und deswegen sagt die PlayStation 4 mir einfach eher zu. Wobei ich auch noch hinzufügen muss, vor der Xbox 360 habe ich auch die PS2 besaß die PS2 und bin also wirklich schon von klein auf Sony-Spieler gewesen. Und die PlayStation haben mir immer zugesagt, dann die Xbox 360 halt damals geholt, einfach aus dem Grunde, weil viele Kollegen das hatten, da war ich auch immer die große PS3 oder doch Xbox 360, habe ich noch für die 360 entschieden. Es war kein Fehler, das definitiv nicht, aber jetzt ist halt wieder die Zeit, wo die PS4 kommen soll. Und ich freue mich auf tierisch auf die Konsole, muss ich sagen. Und hoffe, dass ihr auch die PS4 holt. Oder ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welche Konsole ihr holen werdet und warum das Ganze eigentlich. Xbox One ist natürlich jetzt schon draußen. Soll natürlich auch ganz gut sein. Hat natürlich aufgrund ihres Designs, sagen viele, sie sieht besser aus als die PS4. Also sie nehmen sich da nicht wirklich viel. Die PS4 ist so etwas so eckiger angelegt, so etwas schräger. Die Xbox One ja so in so einem matten Style, so platt. Und ja, hier erstmal schön Kopfschuss. Also das war wirklich auch sehr, sehr dumm von mir gemacht. Richtig schön dem Typen da in die Flinte gelaufen. Weil die Xbox One halt, wie gesagt, so ein platten Style, so matt alles. Designtechnisch will ich da mich nicht aussehen. Aber mir geht es halt darum, dass eine Konsole grafisch eigentlich das Optimale aufbietet und auch optimal aufwartet damit. Und viele fragen sich sicherlich, was machst du da mit deiner Xbox 360? Da will ich euch gar nicht groß drum reden. Die habe ich einfach verkauft an einen guten Kollegen, der keine Konsole hatte, der jetzt einmal mit Konsole spielen anfangen möchte. Beziehungsweise das Ganze habe ich dann über eBay laufen lassen. Habe auch noch gesagt, du kannst ein bisschen Preis mitgehen, weil ich möchte schon das Maximal für die Konsole raus und habe ihm das natürlich dann auch gesagt. Und ich hoffe, dass er auch sehr steigert hat. Scheint hoffentlich auch so zu gewesen zu sein. Und die Konsole ist halt verkauft mit allem drum und dran, Call of Duty, MW3, Call of Duty Black Ops, Call of Duty MW2, ist halt alle, habe ich alles verkauft, wirklich um optimale Finanzen da rauszuholen, sage ich mal. Und bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit, mit dem Erlös für die Xbox, glaube ich, ab mit allem drum und dran, was ich noch gehabt habe, noch FIFA 14 dafür gehabt und noch weitere kleine andere Spiele, FIFA 13,
Trivial Pursuit, was haben wir noch dabei? CNET Kino jetzt, also habe im kompletten Erlösläufe für 160 Euro gemacht mit allem und bin da wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Und jetzt ist halt die neue Ära PlayStation 4 am Kommen, am Start und da freue ich mich tierisch drauf und ich hoffe, dass ihr auch weiter daran mit mir teilhaben wollt, dass ihr mir weiter treu bleibt. Erstmal auch hier nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die immer fleißig Videos gucken und mir immer gute Kritiken schreiben, was es zu verbessern gibt, was man schlecht gemacht hat, was man dann halt besser machen sollte beim nächsten Mal, was gut gelungen war, was schlecht gelungen war, finde ich immer richtig gut. Hier kriege ich nochmal einen schönen Schuss in den Rücken und ihr seht auch schon, das Gameplay neigt sich dem Ende zu. 7500 zu 4400, der Sieg, wirklich eine souveräne Leistung hier auf Resistance. Ich habe, glaube ich, einen guten Score von 28 oder so, ich weiß auf jeden Fall nicht mehr genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Meine Entscheidung steht fest, PlayStation 4 ab Dezember bei mir erhältlich. Und dann gibt es schöne Videos. Ich verabschiede mich für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.